Alvaro Odriozola könnte Bayerns neuer Rechtsverteidiger werden. Ein junger Spanier, den der Rekordmeister von Real Madrid leihen würde. Und einer, der die bayerischen Defensivprobleme endlich lösen soll. Er hat die Option, den Verein zu verlassen. Aber noch gibt es nichts Offizielles. Der 24-Jährige hat seine Stärken, aber vielmehr in der Offensive. Schnell, dribbelstark, mit viel Drang zum Tor ausgestattet, ist Odriozola für sein feines rechtes Füßchen bekannt. Gerade was perfekte Flanken angeht. Odriozola deserves a lot of the credit. Head up, well aware of the arrival. Abseits des Platzes ist Odriozola eher zurückhaltend. Ein ruhiger Familienmensch, der viel Zeit im Kreise seiner Liebsten verbringt. Viel Zeit auf dem Platz sammelt der 24-Jährige zuletzt aber nicht. In der aktuellen Saison kommt er auf gerade einmal 4 Einsätze, auf gerade einmal 344 La Liga-Minuten. Immerhin bereitet er in dieser kurzen Spielzeit wieder einen Treffer vor. Doch nach seiner Gelb-Rot-Sperre Ende Oktober scheint er für Zidane keine wirkliche Option mehr zu sein. Ein Risiko, das der viermalige spanische Nationalspieler bewusst in Kauf genommen hat. Im Sommer 2018 wechselt das Eigengewächs Real Sociedad für rund 30 Millionen Euro zu den Königlichen. In San Sebastian zum Stamm- und Nationalspieler gereift, versucht er in Madrid Dani Carvajal den Rang abzulaufen. Erfolglos. Auch verletzungsbedingt bleibt Odriozola nur die Backup-Rolle. In München ist die Konkurrenz mit Kimmich und Pavard nicht minder klein, aber mit einem kleinen Unterschied ausgestattet. Kimmich will gar nicht als Rechtsverteidiger eingesetzt werden und auch Pavard fühlt sich in der Innenverteidigung eigentlich viel wohler. Aufgrund der etlichen defensiven Ausfälle ein Transfer, der absolut Sinn machen würde. Die Bayern haben also endlich einen Rechtsverteidiger gefunden, der auch einer sein möchte. Ein junger Spanier, der das bayerische Defensivproblem mit Offensive tatsächlich lösen könnte.